Hey Leute, willkommen wieder zu einem neuen Besprechungsvideo mit Nam, und zwar über den Flug nach Japan. Und jetzt machen wir weiter mit der neuen Besprechung, jetzt bei XXL. Ich bin jetzt schon beim Laden und ich werde jetzt mal mit Nam über die neue Einreisebeschränkungen reden, wie die Einwirkung über die Japanreise im Herbst noch schaffen wird, wie sich einfach mal verändert, die Challenges auch noch dazu, etwas, welche Meinungen noch dazu sind, was ich beachten werde und so weiter. Und das werde ich alles mal beim Besprechung über den Flug nach Japan mit Nam XXL darüber sprechen. Ich hoffe, es euch gefällt, und wenn es gefällt, liked euch das Video und abonniert auch den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Dann werde ich mal jetzt mal reingehen und viel Spaß mit dem Video. Nach 2 Monaten ohne die Besprechung mit Nam sind wir wieder nach 2 Monaten wieder den Mitflieger Nam und Hallo. Hallo. Ja, also die kenne ich jetzt schon ja seit April und so, dass du brauchst du jetzt nicht mehr wieder dich selbst mal wieder zu reden. Also worum geht es heute? Wir reden weiter über die Japan-Reise, ja. Weil anscheinend eine Möglichkeit neu aufgetaucht ist, womit man schon im Herbst dahin reisen kann. Ja. Ja, also ich hoffe mal, du hast dich hier schon gut vorbereitet, ne? Ja, sollen wir beginnen? Gut, wie haben sich eigentlich die Einreisebeschränkungen jetzt im Juli jetzt entwickelt? In Juli, wie sich das jetzt entwickelt hat? Ja. Schwierig zu sagen. Hat sich nicht so wirklich viel verändert, ne? Ja. Es ist geblieben mit den gewissen Einschränkungen, dass man halt nur unter gewissen Umständen hinreisen kann. Halt, wenn man dort arbeitet oder Student ist. Ja, also eigentlich so wie letztens. Ne? Es stand ja auch noch, dass so ab Anfang Juni ja Gruppenreisen ja wieder erlaubt sind. Ne? So, ja, das stimmt. So Reisetours, genau. Hast du noch so weitere Informationen über die Gruppenreisen? Nee, darüber habe ich mich nicht informiert. Ich bin nicht so ein großer Fan davon. Schon seit 2 Monaten kämpfe ich noch gerade und verhindere, dass ich mit meinem Vater in Urlaub fliege. Hoffst du es auch, dass wir im Herbst fliegen können? Ob ich hoffe, dass wir im Herbst fliegen können? Ja. Es ist schwierig, weil in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie ist ja so, dass ab Herbst langsam wieder die Zahl anfängt zu steigern, sich zu erhöhen, und dadurch entstehen ja wieder gewisse Einschränkungen. Also auf jeden Fall hier in Deutschland, und das wurde ja auch schon in den letzten Tagen angekündigt, dass es so dieses Jahr sein wird, dass im Herbst wieder Maskenpflicht sein wird zum Beispiel, und wahrscheinlich dann wieder in allen anderen Lokalen und Läden dann gewisse Einschränkungen einbehalten werden muss. Wie es in Japan dann sein wird, weiß ich nicht. Okay, also, das lässt sich schwierig sagen. Ja, also wegen der Pleite, dass wir im Sommer nicht fliegen können, wie hast du denn dich eigentlich gefühlt, als wir nicht im Sommer geflogen sind? Dass wir im Sommer nicht geflogen sind? Ja. Ehrlich gesagt habe ich nichts empfunden. Ich habe es irgendwie erwartet. Ja. Welche Vor- und Nachteile wäre es gegeben, wenn wir in Japan geflogen wären im Sommer? Welche Möglichkeiten meinst du? Welche Vor- und Nachteile? Welche Vor- und Nachteile? Ja. Also wenn wir im Sommer gereist sind. Ja. Vorteil ist natürlich, dass wir in Japan allgemein sind. Ne? Da haben wir ja unser Hauptziel erreicht. Wir haben es ja nicht geschafft. Ja. Aber ich denke mal, das hätte ziemlich viele Kosten mit eingebunden unter diesen Umständen. Und dadurch hätten wir nicht wirklich viel auskosten können, wie wir es sonst normalerweise hätten tun können. Ne? Ja. Redest du über die Nachteile oder? Ich rede jetzt so Vor- und Nachteile gemischt, ne? Okay, ja. Ja. Wie müssen eigentlich die Einreisebestimmungen aussehen, wenn die individuelle Reise geöffnet sind? Naja, erstmal halt die Möglichkeit, dass man da privat reisen kann im Urlaub. Ansonsten. Sollte es jetzt nicht aussehen, dass die Länder, die Kategorie Blau angestuft sind, eigentlich individuelle Reise geöffnet sind und für gelbe Gruppenreisende und rote nicht? So in der Regel schon, ne? Ja. Aber ich meine ja auch, also eine Möglichkeit, damit man auf jeden Fall reisen kann, hat wie gesagt privat, dass man da Urlaub machen kann, ne? Unabhängig davon, ob man eines dieser vorigen Bedingungen erfüllen musste.
Kosten. Und zweitens natürlich, dass man dann nicht in Quarantäne bleibt. Ne? Weil jeder Tag, den man dann im Hotelzimmer oder im Apartment verbringt, kostet dann unnötig Geld. Ne? Man verliert dann Zeit. Ne? Ja. Also wir machen jetzt ein Beispiel in Neuseeland. Ne? In Neuseeland öffnen sich ja ab dem 31. Juli komplett die Einreisebeschränkungen einfach voll und da dürfen jetzt die ganze Welt nach Neuseeland einreisen. Ja. Was hat eigentlich denn der Unterschied bei der Einreisebestimmungen in Neuseeland und Japan? Was da der Unterschied ist? Ja. Von den Einschränkungen her. Ja, warum jetzt Neuseeland jetzt komplett geöffnet hat und in Japan nicht? Schwierig zu sagen. Ich denke mal, es hängt zum einen von der Kultur ab. Ne? Japan ist ja, die Leute sind ja sehr distanziert, sehr höflich, sehr respektvoll gegenüber ihren Mitmenschen. Mhm. Und dementsprechend achten sie auch auf ihre Mitmenschen. Mhm. Und ich denke mal, wenn es dann so ein Virus befällt, dann mühen sie sich ja natürlich alle Masken zu tragen und Abstand zu halten. Mhm. Und in Japan sind auch ganz viele ältere Leute, die wünschen sich dann dementsprechend auch, dass dann weiterhin diese Regeln eingehalten werden kann, damit alle möglichst gesund weiterleben können. Ne? Ja. Es kann ja auch sein, dass wir im Herbst fliegen können. Wie viele Leute werden da in unsere Japan-Reise mitkommen? Das ist jetzt mittlerweile schwierig zu sagen. Normalerweise, also potenziell wäre meine Brüder dabei, ich und drei Freunde. Aber es ist halt schwierig zu sagen, ob die zu dem Zeitpunkt oder Zeitraum Zeit haben. Und man muss halt beobachten, wie die Lage ist. Wie heißen eigentlich deine Brüder nochmal? Die heißen Long und Chang. Ja, der Long da vorne, ne? Mhm. Und wie teuer werden wieder die Flüge und Aufenthalte im Herbst? Was meinst du? Wie teuer werden die Kosten für Flüge und für die Aufenthalte im Herbst? Sind die ein bisschen günstiger als im Sommer? Ich würde sagen schon, weil der meiste andere halt im Sommer ist, damit man halt zum Strand gehen kann oder einfach so allgemein den Sommer auskosten kann. Da sind auch ganz viele Events, die im Sommer dort stattfinden. Konzerte, Festivals. Und im Herbst, ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, wie Japan im Herbst ist. Und da würde ich das eher so raten, einschätzen, dass das dort eher weniger ist und dementsprechend auch weniger Bedarf ist und vielleicht dadurch die Kosten und das Hotelkosten etwas weniger sind. Aber nur etwas. Ne? Also das ist jetzt nicht so stark reduziert, würde ich sagen. Schätzungsweise werden wir so Ende September nach Japan fliegen, also schätzungsweise. Und da ist der Zeitpunkt, da sie noch normalerweise in der Schule sein sollte. Ne? Wie soll ich mich eigentlich denn beantragen, dass ich beurlaubt sein sollte? Du sagst, du bist krank. Warum? Das ist die einfachste Ausrede, ne? Um zu Hause zu bleiben. Müssen nicht meine Eltern in der Sekretärin einfach mal hier so ein Formular ausfüllen, wie lange und welcher Grund dazu ist? Nicht, dass ich wüsste. Also im Internet haben die es gesagt. Ja, also wenn sie es mit Internet so sagen, dann okay. Ja, dann haben wir ja schon die Lösung gefunden. Ah ja. Dann haben wir so schnell die Antwort gefunden. Ja, vielleicht habe ich dir die noch nicht gestellt, also egal. Also wir machen ja weiter mit dem Visum. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Working Holiday Visum und dem Studentenvisum? Naja, Studentenvisum ist dafür gedacht, dass du für ein oder mehrere Semester dort studieren kannst. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein Jahr hält, vielleicht höchstens zwei Jahre. Mhm. Und Working Holiday klingt natürlich, dass man Teilzeitjob oder einen Job während seiner Urlaubszeit dort betreibt. Ne? Ja. Also das sicherlich auch so ein Jahr halten würde. Mhm. Vielleicht als Oprah oder Tutor oder sowas in der Richtung. Ja. Wie lange dauert das eigentlich, das anzufragen? Also zu diesem zwei spezifischen Visum
Visa kann ich nicht genau sagen, aber als ich für mich und für meine Familie beantragen musste, hat das. Also es ist halt am Anfang so, wenn man etwas nicht Bescheid weiß oder nicht komplett ausfüllt, dann wird es zurückgeschickt mit dem Hinweis, dass man das und das nochmal ausfüllen sollte. Das hat dann ungefähr so 2 Wochen gedauert oder 3 Wochen. Und dann die Bearbeitungszeit selbst hat dann ungefähr 2 Wochen gedauert. Und dann hat das erste Mal dementsprechend über 1 Monat, vielleicht 2 Monate gedauert. Ne? Und beim zweiten Mal, wo ich halt Bescheid weiß und das irgendwie nichts ausfüllen konnte, hat es sofort in 2 Wochen gedauert. Okay. Ja. Und wie fing ja so, wir bleiben da 3 Wochen in Japan so ungefähr, ne? Und wie viele T-Shirts, kurze Hosen oder Socken müssen wir im Koffer einpacken? 2, 3. Zwei? Ja. So wenig? Oder wie viel hast du denn gepackt? Also ich denke mal, da wird dort eine Waschmaschine sein, ne? Und ja, wir werden da sicherlich auch bummeln gehen und neue Klamotten kaufen. Ne? Von daher. Müssen wir das nicht einfach so selbst einwaschen oder machen die das nicht einfach im Hotel und waschen einfach nur dreckige Klamotten? Wie? Nochmal. Also waschen sie die T-Shirts und Kurzhosen und so weiter nicht im Hotel? Weil dann gibt es ja doch so Waschmaschinen, die kann man doch mal so sauber machen, oder geht es einfach nicht? Ja klar, wie ich schon sagte, ne? Man benutzt eine Waschmaschine und dann hat sich die Sache schon erledigt. Oder man lässt sich das waschen. Ne? Okay. Also in Hotels ist es halt so in der Regel, dass man das beauftragen kann, da kostet natürlich mehr Geld, aber die waschen das dann halt einfach für einen und dann bügeln sie das auch, ne? Ja. Und dann falten sie es dann. Ja. Also ich brauche ja auch meinen Einreiser ins Flugzeug hinzubringen. Also ich will ja nicht die ganzen Japan-Reise eigentlich mal zu Fuß laufen. Das hat mich immer gestresst. Und wie soll ich irgendwie meinen Einreiser ins Flugzeug mitnehmen? Muss ich das irgendwie mal im Koffer das einfach mal einpacken? Also im Koffer wird das garantiert nicht passen. Mhm. Und extra in den Koffer zu holen, um das Einrad einzupacken, wäre sinnlos. Du gibst es einfach speziell ab, abseits von der Kofferabgabe. Da ist extra so ein Stand, so eine, wo die Leute halt besondere Sachen aufnehmen. Ne? Also nicht nur ein Rad, vielleicht auch Tiere oder ein Skateboard oder vielleicht auch ein Kameraständer, solche Sachen, ne? Ja. Die nehmen da halt richtig Urlaub. Und die legt man nicht hier vor dem Check-in-Schalter, ne? Dem Koffer. Ne? Ja. Also, das ist ja auch wichtig für die Challenges. Also, du hast ja vielleicht auch schon das Video gesehen, dass die Challenges schon viel geändert hat, ne? Das kann sein, ja. Das habe ich auch schon viel geschickt. Ja, genau. Hast du das geguckt? Ja. Beim ersten ist ja, das ist 50 Kilometer durch Tokio fahren. Das ist jetzt einfach mal unverändert. Und ab und zu kann es auch ein bisschen vorteilhaft sein, denn wenn du jetzt ein paar Gegenden nicht besucht hast, ne, dann kannst du es mal auch mal besuchen. Ne? Während man diese 50 Kilometer läuft. Während man diese 50 Kilometer läuft, so gelegentlich ein paar Orte besuchen. Also, du kannst ja auch mit der U-Bahn fahren. Also ich finde nur die Route durch eine Schiene, die Yamato Line, und da befolge ich einfach mal diese Route. Ich mache Google Maps an. Okay. Willst du auch machen? Du meinst, ob ich die S-Bahn benutze, um zu fahren? Ja. Nee, das kostet Geld, mache ich nicht. Nee? Nee, ist zu teuer. Ja. Ich bleib lieber im Zimmer und guck Anime. Na gut, die zweite wäre ja die Jonglage in Tokio. Und zwar hat es ein bisschen geändert, dass ich jetzt nicht einfach durchspazieren werde. Ne? Das hast du auch schon gehört, ne? Jo. Und wo ist eigentlich der beste Ort, um eine Jonglage zu machen? Der beste Ort, ja, zu trainieren, also ich würde sagen, an Bereichen, wo es nicht so schnell voll wird, ne, und nicht so eng wird, ne, nicht solche Engpässe. Ich denke mal,
Bereichen, wo sehr viel Freiraum ist. Ne? Wo zum Beispiel? Ja, im Park vielleicht. Ja, ist schwierig zu sagen. Gewisse Fußgängerbereiche, die recht breit sind, da kann ich es gut vorstellen. Aber sonst nicht so auf die Schnelle. Okay. Beim dritten und vierten wäre ich da ein bisschen herausfordernd. Die hast du auch bestimmt gehört, ne? Scheiße. Ja. Weißt du, was ich darüber geredet habe? Na? Na, sag mal. Wie nochmal? Du weißt ja, dass die dritte Challenge und die vierte hat sich ja auch schon voll geändert, ne? Also ganz viel, ja? Ja. Und willst du mal sagen, was sich eigentlich geändert hat? Nee, das kannst du ruhig sagen. Nee, weißt du es nicht mehr? Nee, hab ich vergessen. Also normalerweise wurde es ja eine Konzertaufführung sein, ne? Also vor 2 Monaten. Mhm. Ne? Und so Anfang Juli habe ich mal immer das Gefühl, naja, wenn ich jetzt überlege, da spielen nur Musik und so weiter. Ne? Und dazu überlege ich gerade, soll es eine Fernsehserie sein? Also so eine Aufführung im TV? Soll das auch noch so klappen? Du willst im Fernsehen erscheinen? Ja, Jonglage-Profi eigentlich. Das gab es auch. Und diese Popgruppe Equipe 48 macht das auch. Mhm. Okay. Glaubst du, das ist es ein besserer Platz, um aufzuführen, als im Konzert? Ist schwierig. Nee? Ist sehr schwierig. Schwierig? Ja, ist sehr schwierig. Oder wie kommt man eigentlich ins Fernsehen? Ja, das ist halt die Frage. Wie kommt man ins Fernsehen? Ja, wie kommt man ins Fernsehen? Ne? Was ist die Frage? Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie kommt man ins Fernsehen? Hm? Sag mal. Nee? Nein. Warum nicht? Naja, also die Leute, die filmen, ne, die sind ja immer wieder in vielen verschiedenen Orten, ne, und das ist halt unangenehm, finde ich. Es sei denn, da passiert was sehr, sehr, sehr Großes, ne, sehr großes Ereignis, ne, was man unbedingt berichten muss, ne, wie ein Feuerbrand oder ein Unfall oder so. Ne. Dann kann man schon einschätzen, dass die da vor Ort sind. Ne. Aber ansonsten. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, ist schwierig zu sagen. Ja. Beim Interview kann man auch filmen, ne? Wenn ihr auf dem Fernsehen gefilmt habt. Ja, richtig. beim Interview, genau. Ja. Weitere Änderungen sind das ja, also wenn du das Video gesehen hast, ja, das hast du auch bestimmt, ne? Ja. So am 2. Juli habe ich mal so ein Video gesehen über ein Festival. Egal. So ein Festival im Sommer, ne? Der begann so am 22. Juni. Und Equipe 48 habt ja sowieso auch noch aufgetreten. Und das Komische auch noch, die Tanzgruppe, so ein Tanzclub, ne? Mhm. Und die hieß Seus Flavo und die sind ja nicht so alt wie die Popgruppe, die sind ja so zwischen 15 und 17 Jahre. Und die haben mitgetanzt, mit aufgeführt und vielleicht noch mitgesungen. Ne? Also das hat auch noch ein bisschen aufgefallen und deswegen war es auch eine Änderung. Ne? Also glaubst du, das wäre schon möglich, da mitzumachen? Also jetzt nicht mitzutanzen, sondern einfach mal zu interviewen. Nein. Warum nicht? Das also die machen jetzt ein Fernsehen und machen ein Interview, ne? Da stecken zu viele unbekannte Faktoren, um zu sagen, ob das möglich ist. Das ist sehr schwierig zu sagen. Oder hast du eigentlich eine Möglichkeit, um etwas zu schaffen? Nee? Nee. Oder hast du keine Erfahrung damit? Ja, ich
glaube, ich bin auch nicht der Einzige mit deren Erfahrung. Ja. Oder wem müssen wir, wer ist eigentlich die Verantwortung damit für solche TVs und Fernsehen? Gewisse Manager, Produzenten, die jeweiligen Regisseure, die Chefs-CEOs von den jeweiligen Fernsehstudios, Fernsehstationen. Ja. Okay, ja. Also wenn wir die fragen, dann gucken wir, ob die ja oder nein sagen. Ne? Mhm, ja. Also wir drücken mal die Daumen, ja? Ja. Also das nächste Jahr, wir brauchen ja jemanden, der uns Japan begleitet, ne? Und die japanische Sprache zu übersetzen. Ne? Mhm. Und ich habe ihn zwar gefunden auf YouTube, aber ich muss ihn irgendwie kontaktieren. Wie machen wir das? Naja, am besten schaust du bei Facebook oder in anderen Social Network nach. Schreibst dann einfach, dass du demnächst gerne nach Japan reisen willst, dass du gerne jemanden an deiner Seite haben möchtest, der nicht nur Deutsch spricht, sondern auch gut Japanisch spricht und der Lust mal hat, für einen Tag, ein, zwei Stunden dir dabei zu helfen, die Sprache irgendwie zu sprechen oder mit anderen Leuten zu kontaktieren. Ja, kann es auch weiter. Kann es auf Instagram machen? Ich denke mal, das kann man bei Instagram machen, ja. Also glaubst du eigentlich, dass der mich antworten wird? Also wenn du es einfach so schreibst in die Öffentlichkeit, ist die wahrscheinlich recht gering. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn du so gewissen Gruppen reinschreibst, ne? Also japanische Gruppen, deutsch-japanische Gruppen, solche Gruppen, wo halt Leute mal zufällig nach Deutschland dann reisen, um die deutsche Sprache besser zu sprechen als Japaner oder halt vice versa, wenn Deutschland nach Japan reist und dann gerne mal die japanische Sprache etwas gerne besser kennenlernen möchte. Na? Ich denke, solche Gruppen gibt es. Ja. Erinnerst du dich noch die letzten Gespräche noch? Ja, yes, ich denke schon. Ja, also den 15. Juli, hast du irgendwas in Erinnerung? Nee? Nicht wirklich, ne? Eine Mitgliedin hat Geburtstag. So, ja. Und sie ist jetzt aktuell 31. Also 31? Ja, genauso wie du. Und was jetzt zwar schade, dass ich jetzt nicht ihr gratulieren kann, aber gut, eine gute Nachricht wäre eine andere Mitgliederin. Ne? Und sie hat ja im Oktober Geburtstag, am 6. Oktober, wird 21 Jahre alt und da haben wir die Chance, ihr zu gratulieren. Und was würden wir sie denn schenken? Marzipan. Was noch? Oder Sehenswürdigkeiten aus Deutschland? Brezel. Kann man eigentlich Lebensmittel ins Flugzeug mitbringen? Ja, kann man. Ja, wir müssen aufpassen, ob das nicht kaputt geht, ne? Ja, richtig. Ja, also, hast du es mal ausprobiert? Ja, schon richtig. Ja, dann kommen mal die letzten zwei Fragen, ne? Was gefällt dir alles im Japan eigentlich? Was mir alles so gefällt. Ja, was hat dir eigentlich gefallen? Die Architektur, die mit der Kultur eng verbunden ist. Das Benehmen der Leute, das Essen, die Anime-Kultur in Akihabara. Oder Shibuya. Shibuya? Ja, findest du es auch gut? Ja, Shibuya finde ich auch gut, ne? So ja. Wie viele andere Orte, ja. Also Stadtviertel oder... Ja, das magst du alles, ne? Ja, das mag ich. Ja. Und was magst du nicht in Japan? Was du nicht mag? Ja. Schwierig zu sagen, ne? Also ich bin da mal... Ich meine, ich war beim ersten Mal für 2 Wochen dort und beim zweiten Mal für knapp 1 Woche. Das ist für mich nicht lang genug, um etwas herauszufinden, was ich nicht mag. Ich meine, ich reise ja dahin, weil ich es ja mag, ne? Ja. Also du hast jetzt keine Nachteile, wenn du nichts magst, ne? Nö. Ja, also bei mir bestimmt. Also bei mir war es das schon, bei mir ist es am Ende und wenn du noch Fragen hast, kannst du mir schon jetzt stellen.
Fragen an dich? Ja. Fragen an dich. Hast du, in Bezug zur Japan-Reise? Ja. Im Herbst? Ja. Ist völlig egal, ob Challenges, Japan-Reise, Einreichungsbeschränkung, ist egal. Ist egal? Ja. Naja, zu der Einreisebeschränkung kann ich jetzt nicht wirklich viel fragen an dich. Nee, mir fällt irgendwann keine Fragen ein. Ich kann nur noch mal erzählen über EB48 oder die Tanzgruppe von Sils Flafo. Mhm. Kann ich auch mal erzählen? Soll ich das machen? Ja, mach mal. Was zuerst? Das Erstgenannte. EKB oder was? Ja. Also zuerst mal, die Entstehung war ja 2005 oder 2006. Also ja, im Dezember 2006 ist es ja schon, waren die ersten Songs, die schon gesungen haben, sowie auch getanzt. Ne? Und das ging ja schon ganz Japan so. Und dann später haben sie immer sehr viele Songs dazu gesungen. Ja. Jetzt aktuell sind das schon bei 59. Und das ging ja schon über die ganze Welt. Ne? Und so etwa 2011 oder 2012 sind die auch mal nach Los Angeles so mitgeflogen und haben da auch mitgesungen. Ne? Und aus dem Jahre 2014, da war noch so ein Song, der war richtig berühmt. Das war das berühmteste Song auf diesem Popgruppe. Und und die Leute aus New York haben das mitgesungen, mitgetanzt. Und der war ziemlich beliebt, dass sie da gemacht haben. Ne? Wie heißt das Lied? Ich glaube, Koise Cookie und sowas ähnliches. Das kam ja schon seit Sommer 2014. Koise Cookie. Ja, also das kann ich dir später zeigen. Also. So richtig ansprechen kann ich es nicht. Mhm. Soll ich noch das andere noch erzählen? Ja, mach mal. Ja, also die Sils Flafo, das begann ja schon seit 2017. Ne? Und im Jahre 2016 gab es ja Sils Flafo Junior. Ne? Das war schon das erste. Und ja, im Jahr 2017 war das Sils Flafo. Ne? Und das ist nicht in Tokio, sondern in der Präfektur Mie. Das ist ja so in der so 80 Kilometer von Nagoya entfernt. Von Tokio so etwa 380. Und die trainieren ja hier in einer Oberschule, in einer Highschool Mie. Und da werden die so Songs da so mitgetanzt. Die werden ja so zuerst mal überlegen, wie es getanzt wird, und dann wird es mal geprobt. Insgesamt, ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, also das werden so knapp so zwischen 100 und 200 Mitglieder sein, vom Alter von 15 bis 17 Jahre. Und zwei Songs von AKB haben die mitgetanzt. Ne? Einfach so, einfach freiwillig. Ja? Und als ich das gesehen habe, war ich schon, wow. Das will ich auch mal sehen, und deswegen kam das schon bei den geänderten Challenges auch noch dazu. Und das war's ja eigentlich schon. Ne? Also wir werden mal im Laufenden nur mal auf die Einreisebeschränkungen mal sehen, und wenn irgendwas geändert hat, sagt mir Bescheid, ja? Dann wünsche ich euch noch schönen Abend noch, schönen Feiern noch, und genießt hier noch die Sommerzeit. Ne? Ja, danke, dir auch. Ja, ne? Noch schöne Sommerferien. Danke. Und ich hoffe mal, dass Long nicht so stressig wird. Ne? Also schönen Abend noch. Ne? Danke. Ciao, ciao. Ja.